So, okay, also. Hier gilt es, sich noch einiges anzusehen. Willkommen zurück zu Dear Esther Part 2. Und bis jetzt ist natürlich nicht viel passiert, sondern es ist vielmehr ein, man könnte schon fast sagen, fast zielloses Herumgelaufe. Zwischendurch schaltet sich wieder ein Mann ein, der uns einige Geschichten erzählt, diese Insel betreffend. Oder was hier geplant wurde. Er hat ja von einem Einsiedler erzählt, von Windrädern, irgendwelchen oder gegen irgendwelche Wutbürger, wie er sie genannt hat. Und ich glaube, wir sollten uns mal diesen Signalturm auch mal ein bisschen näher ansehen. Also wir gehen mal näher ran. A wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach, all the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Aha, ja genau. Aber die Aussicht ist wirklich 1A, da kann ich erstmal nichts sagen. Lass mich mal kurz einschauen wegen den Einstellungen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier Blicktyp normal interpretiert? Mhm. Okay, alles beim Alten. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this. To keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Okay, alles. Was ist das denn? Ist das ein... Ach so, ich dachte erst... Das ist doch kein... Nee, ich dachte erst, dass das hier sei ein Torso. Aber... Nein, ist nur ein Holzpfahl. Alles gut. Eine Krankheit, die nicht nur den They Körper were befällt. People, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder. Did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradictions? Hier hätten wir entlang spazieren können, dann gehen wir mal hier nochmal weiter. Okay, dort ist der Signalturm. Es hat wirklich gewisse Skyrim-Vibes. Also ich fühle mich in diesem Spiel eigentlich schon, trotz dieser mysteriösen Atmosphäre, fühle ich mich in diesem Spiel eigentlich sehr wohl. Also ich fühle mich keineswegs unwohl. Es ist eigentlich
wahrscheinlich auch eben keine. Es soll wirklich kein Horrorspiel sein. So viel weiß ich, glaube ich. Es ist vielmehr Mystery. Mystery muss ja eigentlich auch nicht immer ein Horrorspiel sein, sondern einfach. Irgendwie komisch, dieser Holzfall. Oben dran sehe ich nur ein Gesicht. Dann hier eigentlich so eine Rüstung aus Blättern und Laub. Und dann hier auf der rechten Seite, der rechten Hand, einfach ein Schwert, das so kurz davor ist zu schwingen. Ist schon seltsam irgendwie. Okay, ich glaube, da unten kommen wir eben in diese Höhle, die wir von da oben, glaube ich, gesehen haben, wo wir von dort aber nicht hingelangen konnten. Alter, so viele Richtungen, man kann sich gar nicht. I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Wie schon gesagt, so viele Richtungen und du weißt gar nicht, wo du als erstes hin willst. Durch Wasser warten geht, ne? Schwimmen können wir. Schwimmen können wir tatsächlich auch. This hermit, this seer, this distant historian of bones and old bread, where did he vanish to? Why, asked the farmers, why, asked Jakobsen, why bother with your visions at all, if you're just to throw your arms up at the cliff and let it close in behind you and seal you into the belly of the island, a museum shut to all but the most devoted. Ich glaube nach wie vor, dass das Ektoplasma ist. Substanz der Geister. Okay, das ist. Aha. Ist genau dasselbe wieder. Saurons Auge. Es sieht wirklich gerade danach aus. Ich glaube, sonst gibt es hier drin, glaube ich, nicht wirklich viel zu sehen, oder? Können wir nicht auch zu diesem Schiff schwimmen? Wir können es mal probieren. Was zum. Errungen frascht. Geschafft. See you, Nate. Bin ich jetzt gerade gestorben oder was?
Anscheinend kommen wir. Ah, wir müssen dort so rüber. Wir sind, glaube ich, tatsächlich gerade gestorben. Okay, anscheinend können wir doch nicht wirklich schwimmen. Aber na gut. Anscheinend haben wir gerade Selbstmord begangen, ohne es zu ahnen. Genau wie in Skyrim. Da kann das auch hin und wieder vorkommen. Komm, es ist... Okay, jetzt will ich als erstes mal dieses Schiff untersuchen. He still maintains he wasn't drunk, but tired. I can't make the judgment or the distinction anymore. I was drunk when I landed here, and tired too. I walked up the cliff path in near darkness and camped in the bay where the trawler lies beached. It was only at dawn that I saw the Bothy. And decided to make my temporary lodgings there. I was expecting just the aerial and a transmitter stashed in a weatherproof box somewhere on the mount. It had an air of uneasy permanence to it. Like all the other buildings here, erosion seems to have evaded it completely. Moment. Sehr schön. Gut, hier unten dachte ich auch erst, dass das Grabsteine wären oder so, aber nee, es sind glaube ich nur Holzpfähle. Und es sieht aus wie ein, vielleicht ist es auch eine Art Steinkreis womöglich, oder? Okay, wir müssen hier den ganzen Weg rumrum gehen, sonst komme ich, glaube ich, nicht auf die andere Seite. Ich werde in diesem Spiel einige Screenshots machen, weil es einfach sehr interessant aussieht. Errungenschaft Donnelly. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turnoff for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rearview mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Okay, ich glaube... So, somit haben wir wahrscheinlich einen neuen Spielabschnitt betreten, würde ich mal behaupten. Eine Karte gibt es ja hier nicht, aber von da oben sind wir gekommen.
erstmal hier entlang. Weil ich glaube, jetzt gibt es einige Untersuchungen. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch mehr Hinweise finden, nehme ich mal an. Bärenfalle. Was passiert, wenn ich... Ah. Ist nichts passiert. Was ist überhaupt eine Bärenfalle war. Die Musik ist jetzt auch anders geworden. Sie ist nicht mehr so ruhig, sondern mehr so... nicht aufhellender. Ich hatte Kidneystones und du hast mich im Hospital besucht. Nach der Operation... When I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Die Musik ist das unser Leuchter oder wie? Nee, wahrscheinlich ist das etwas anderes. Die Musik ist jetzt mehr. Geht jetzt schon mehr in das Mysteriöse hinein. Können wir dieses Schiff eigentlich betreten oder nicht? Nee, es sieht nicht so aus. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Im Boden des Schiffs ein Loch. Meint er das dort hinten? Oder das? Die Frage ist nur, falls er dieses Loch gemeint hat, würden wir da ein... Nee, wir kommen da gar nicht hin. Haben wir hinten nochmal einen Weg, den wir einschlagen können? Ich glaube nicht, oder? Nee, hier kommen wir definitiv nicht weiter. Boden des Schiffes.
Vielleicht müssen wir einmal hier oben. Begun to wonder if Donnelly's voyage here was as prosaic as it was presented. How disappointed not to have found the bones of the holy man. No wonder he hated the inhabitants so. To him they must have seemed like barnacles mindlessly clinging to a mercy seat. Why cling so hard to the rock? Because it is the only thing that stops us from sliding into the ocean. Into oblivion. Ich glaube, möglicherweise sollen wir auch gar nichts entdecken, sondern uns einfach. Was steht da? Did he went nor drink? And neither did he. And for drink. Did he eat nor drink? Keine Ahnung. Aber möglicherweise sollen wir gar nichts entdecken. Wir sollen einfach nur ziellos umherwandern und uns alles ansehen. Dort hinten, dort draußen ist die Boje, das uns eigentlich in das nächste Level führen sollte. Also Level. Also ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, was hier vor sich geht. Nein, wir gehen jetzt nicht nochmal hier runter, weil wir finden offensichtlich keinen Zugang zum Schiff. Das einfach auf Grund aufgelaufen ist. Wir gehen einfach mal hier oben weiter. Ich würde fast sagen, das ist der Spielabschnitt mit der Boje, vielleicht, würde ich sagen. Aber zu 100% ich weiß ich es nicht. Ja. Von da sind wir, glaube ich, hergekommen. Wir nicht wieder zurück in den anderen Spielabschnitt? Weil ich glaube, dort haben wir auch noch einiges zu erkunden. Nee, wir kommen tatsächlich nicht mehr zurück. Also müssen wir mit diesem Abschnitt jetzt Vorlieb nehmen. Gut, dann. Die Boje sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten.
Final Notice. Warrant of Execution. Aha. Ich finde, dieses Schiff schreit förmlich danach, dass wir es untersuchen müssen, irgendwie. Aber wie komme ich aufs Schiff? Wie können wir springen, noch sonst irgendwas tun? Hier vielleicht? Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Aber er hat irgendwas vom Boden des Schiffes erzählt. So geht's auch nicht. Vielleicht müssen wir da oben irgendwie weitergehen jetzt. Ist das eine Richtungsanzeige oder so? Gut. Dann lassen wir dieses Geisterschiff mal ruhen. Okay, das Spannendste in dieser Folge ist also bisher, dass wir einmal gestorben sind. Und der Rest, naja, kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Eben, das Spiel ist ja auch... Das Spiel besteht zu 90% aus chilliger Atmosphäre und zu 10% aus diesen... Monologen, die von diesem Mann geführt werden. Also nicht von uns, sondern von jemand anderem. Ah, jetzt. Okay, hier können wir jetzt bestimmt was durchsuchen, oder? Hier gibt's bestimmt irgendwas. I've begun to climb away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The Bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Okay. Was hat er sich in dieser Höhle verkrochen, oder was? War das mal vielleicht ein Kuhstall oder ein Pferdestall oder so? Nee, warte, was ist das? Sind das Drogen oder was? Jetzt setzt das wieder diese keltische Musik ein. Okay. Also das ist jetzt wirklich etwas Interessantes, diese Hütte. Und da oben ist ein Haus. Ich
Ich glaube, der Mann, der diese Monologe führt, war irgendwo, war vielleicht der Schiffskapitän oder so. Ha. The Bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him, either. Okay, Jakobsson war also der erste ständige Hirte hier. Wegen seiner Herkunft war ihn suspekt und keiner hat ihm offenbar, wie war das, eine weiße Linie gekratzt. Vielleicht wurde er ohne, das für ihn hat niemand die Zeit genutzt, um vielleicht eine Todesanzeige zu vermerken. Ja, das ist echt nicht schön. Wenn ein Mann nur wegen seiner Herkunft suspekt sein soll, das werde ich wohl in meinem Leben, bei meinem Leben niemals verstehen. Niemals. Die Hütte wurde nicht vollständig fertig gebaut, hat er, glaube ich, gesagt. Zuerst sehen wir uns mal hier draußen um. Hier ist wieder dieses, ich nehme mal, Ektoplasma oder... Das nur normal, vielleicht ist es auch nur wirklich nur normale Farbe, das weiß ich noch nicht. Haben wir hier nochmal seine Hütte. Wahrscheinlich wieder eine Kuh oder ein Pferdestall oder für die Ziegen, was weiß ich. Wieder ein Vermerk. So, dann diese Hütte. Das ist also Jakobssons Hütte. Also, sollte es sein. Inventory. A trestle table we spread wallpaper on in our first home. A folding chair, I laughed at you for bringing camping in the lakes. I was uncomfortable later and you laughed then. This diary... The bed with the broken springs. Once asleep, you have to remember not to dream. A change of clothes. Donnelly's book, stolen from Edinburgh Library on the way here. I will burn them all on the last morning and make an aerial of my own. Okay, gut. Waschzuber wahrscheinlich. Ich habe mir überlegt, vielleicht sind auch wir dieser Mann, der die Briefe diese Briefe fortlaufend vorlesen. Aber es hat zweifelsohne steht fest, dass sie an eine Esther gerichtet sind. Aha. Yo!
Wow. Okay, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Also, da ist eben der Signalturm. Ich glaube, wenn wir diesen Pfad dort weiter beschreiten, dann müssen wir, glaube ich, bereits in den nächsten Abschnitt kommen, würde ich mal behaupten. Also den nächsten Abschnitt des Spiels, meinte ich natürlich. Wenn wir überhaupt erstmal hier hochkommen. Geht's hier oben eigentlich auch noch weiter? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt einfach, bin jetzt einfach mal meiner Nase gefolgt. Tja, gut. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause an dieser Stelle. Und, werden uns dann unsere Suche nach was auch immer im nächsten Part fortführen.